Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Cities Skylines. Ich bin wieder da. Achso, ich kann deine Maus noch ein... Apparat? So vielleicht? Weil du kannst die Maus, das Mausrad-Ding ja nicht machen. Ja, leider nicht mehr. Doch, ja, kannst du wohl. Ja, Mausrad schon, aber nicht Mausdrück. So. Ja, passt schon. Kriegen wir schon. Was ist hier los? Kein Platz mehr. Das stufen wir. Ich mache die Pause raus, ja? Wir müssen da jetzt nicht... Nee, du musst einfach ein neues Recycling-Center wahrscheinlich bauen. Mach die Pause raus. Ich muss meine... Aber kannst du echt da? Ja, ja kannst du auch ja, da. Ja, wir können ja Castrop Rauxel ein bisschen erweitern. Nee, eigentlich wollen wir das ja sogar entfernen. Da sollen ja demnächst auch Leute Ach, hin. Das soll umziehen hier, ne? Ja, genau, würde ich sagen. Frage ist, ob man trotzdem dann Large Recycling Center da behält, weil dann müssen die da nicht so weiter stauen. Da gibt es übrigens einen Riesenstau da. Das müssen wir auch nochmal angucken später. Ich habe jetzt noch ein bisschen was versucht zu fixen an dem anderen Ding. Warte, ich suche Müll. Ja, bist du doch schon. Fast eine philosophische Ansage. Guck, warte mal, bleib mal in dem Menü bitte. In dem Müllmenü? Mach mal jetzt Pause kurz raus. Du brauchst auch immer nur eins. Können wir uns nicht leisten. Weil wir sind da definitiv unter dem, was wir eigentlich brauchen. Immer noch. Und dabei sind die so verschwendet. Und immer noch drunter. Ich glaube, wir hätten einfach ein neues Large Recycling Center sparen sollen. Ja, um diesen Stauder müssen wir uns auf jeden Fall irgendwann mal kümmern. Weil das geht ja gar ja, nicht da. Ja, das ist deine Auffahrt hier. Ja, die ist nicht der entscheidende Grund. Du musst immer an den Anfang gehen. Der Anfang ist nein. Hier. Andere Seite. Muss gucken, wo es aufhört. Da, wo der Stau anfängt, quasi. Okay. Ja, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die in das Gebiet fahren und hier sich stauen, oder? Vielleicht müssen wir da die Lines nochmal verbinden. Verbinde da doch nochmal die Lines einfach. Okay. Oder mach da mal Switchen aus. Okay, einfach. Ich muss erst das Menü noch. Boah, dieser Regen macht mich wahnsinnig. Ich glaube, den müssen wir ausstellen. Das was. Es kann doch nicht sein, dass hier ständig regnet. Ja, mach da mal die Switchen aus einmal. Und mach mal dieses andere Ding da an. Ja. Gibt dann da zwar immer noch einen Stau, aber ich habe das Gefühl, es geht trotzdem generell besser, oder? Oder hat sich das nur verschoben, der Ort? Wir auch das Switchen vielleicht aus, weil ja. Die fahren ja hier ja, immer rein. Das müssen sie ja tun, sonst fahren sie ja einen riesen Umweg. Also irgendwo müssen sie ja switchen dürfen. Ich glaube, das ist schon deutlich besser so. Wie niemand kommt, um die Toten abzuholen. Da brennt es. Das ist schön, dass du das immer noch nicht gesehen hast. Es kreist nicht im Plus. Ja, ich hab da mal Kreisverkehr gemacht und dann passte das mit dem Plus nicht mehr so ganz. Also es ist immer noch ein Plus. Und der Verkehrsfluss hat sich dadurch definitiv verbessert. Da aber jetzt da, immer noch ein bisschen viel Stau. Aber was auf jeden Fall jetzt hier noch gemacht wird. Blitzeinschlag. Deswegen brennt es auch. Oh, dieses ganze Gebiet hier. Die Call Return. Nein, das ist der... ist der Nergo-sche Knoten. Ja, den werde ich auch noch mal fixen irgendwann. Zu einem vernünftigen Kreisverkehr. Ja, da bleibt ja dann auch der Nergo-sche Knoten. Aber noch haben wir da nicht genug Geld für. Weil da unten ist hartes Kriminalitäts... ja, in der Palmenresidenz. Die will Bause, also Polizei. Ja, aber dann so weit hier. Der Dose-Kriminell. Investigating. Oh, endlich. Warum sterben uns die Leute hier weg? Weil wir inzwischen 3 Jahre im Spiel sind. Na, ist nicht so viel, ne? Staut sich uns ja immer noch heftig. Ich glaube, wir müssen das Setup dann gleich nochmal ändern, leicht. Ja, ich habe das schon ein bisschen geupsettet. Das habe ich schon getan. Das ist richtig. Das auch. Auch, wo ist denn das? Ist Leinen hier.
Ja, das Problem daran nichts auch nicht. Der ist einfach zu voll. Würde ich mal behaupten. Ich finde das schön, dass da so ein Autobahnauffahrtsschild ist. Wenn wir dann diesen Kreisverkehr hier quasi. Was ist das? Das ist eine dreispurige, einspurige, ne? Was? Was willst du denn da machen? Du willst, dass sie mehr abfahren können, oder was? Eine Zweispurige oder drei Spuren, ne? Das ist eine dreispurige Autobahn. Das ist eine Autobahn? Ja, Kreisverkehr macht man immer mit Autobahn. Ja, aber eine Spur mehr bringt normalerweise nicht so viel. Weil da, siehst du ja, da ist ja relativ viel frei dafür, die Abbieger. Ja, dort stellen sie sich denn so an? Ja, das ist die City Skylines. Du musst immer gucken, warum sie sich stauen. Ja, vielleicht hier, solltest du da mal das Parken erstmal verbieten. Hier fährt keiner. So, Parken. Wie verbietet man denn das Parken im Spiel? Hab ich nie gemacht. Nee, das nicht. Das auch nicht. Ja. Ja, müssen wir eigentlich. Die Frage ist, ob wir die Straßen noch auf 6-spurige ausbauen, aber da ist halt auch immer eine Linie frei quasi. Weil die alle nach hier drüben wollen. Ja, aber warum ist denn dann da rechts die Spur frei? Das ist doch völliger Quatsch. Geisel müssen. Ach, Geisteswissenschaft. Mach das mal aus, wenn wir aus dieser Sirene rauskommen, bitte. Mein Gott. Kostet Bulldozen hier was? Ja, ne? Man kann das nicht bulldozen. Ich würde das gerne nämlich wegnehmen. Die Gebäudekosten kriege ich nicht wieder erstattet, oder? Das glaube ich nicht, dass du die kriegst. Weil da würde ich nämlich jetzt noch so eine Recycling-Anlage geben, oder? Ja, ich verstehe diesen Ansatz, aber vielleicht machst du die einfach erstmal zusätzlich. Weil wir sind ja jetzt schon wieder am Limit. Jetzt sollten wir erstmal ein bisschen Puffer haben. Wie man so schön sagt, auf Neudeutsch. Ich guck mal auf Höhe. Aber auch weniger als ich gehofft hatte. Stell mal bitte wieder auf 3, damit wir Geld fahren. Durchschnittsgesundheit von 64% ist jetzt nicht so geil. Ja, auch nicht so schlecht. Kannst du dann nach Krematorien gucken, ob wir die jetzt freigestellt haben, weil die hatten wir gerade noch nicht und da sind ja, so viele. Ja, können wir bauen, haben wir aber kein Geld für. Okay, deshalb ist gut, wenn wir eine hohe Geschwindigkeit haben, dann haben wir gleich Geld. Ist das ein Rettungsschubschrauber? Ja, das brauchen wir vielleicht erstmal nicht. Ich glaube, wir müssen uns gleich schon wirklich Du kannst dich ja nochmal ein bisschen Buslinien und sowas kümmern vielleicht. Vielleicht fahren dann weniger da durch den Stau. Okay. Dass du einfach mal so 2, 3 neue Linien machst. Am besten von hier, weil hier hat er noch... Also eigentlich wäre es sogar am besten, wenn du irgendwo ein zentrales Busdepot hast. Oder so ein Busbahnhof, der kostet ich leider wieder Geld. Ich habe kein Geld für einen Busbahnhof. Ja, du hast ja auch viele teure Sachen schon gebaut in dieser Folge. Was ist das? Das ist eine Busstation. Ja, bau die doch. Die ist doch viel günstiger. Ihr macht das aber bitte da an den Verkehrsknotenpunkt, weil da sammeln sich ja alle. Also hier im Kreisverkehr, oder? Ja, würde ich sagen, fast. Ja, da rechts vielleicht einfach. Ah, wobei, dann müsst ihr so lange fahren, um zu wenden, ne? Ist gar nicht so geil. Und dann kannst du da nämlich sagen, wenn du da Linien jetzt machst, jetzt gibt's keinen Strom mehr. Strom! Schon wieder kein Strom. Oh! Das schaffst du nicht. Das ist zu wenig Geld, was wir haben. Wasser, ach so, man muss hier rüber bauen, ne? Ja. Und danach haben wir dahinter ja auch kein Wasser mehr, also... Ja, wir sollten irgendwann so ein Wasserkraftwerk machen, allein für den Folgentitel. Nee, da können wir nicht rüber, da haben wir, das sind außerhalb der Stadtgrenzen. Diese verfickte Kachel! Ja, einfach nicht genügend Geld. Außerdem kriegst du da gar nicht viel raus, das muss ja relativ stark dagegen fließen. Wir nehmen jetzt einfach mal eine Offshore. Ja, da brauchst du ein paar von. Ja, bau das Ding. Ich sehe es nicht anders, wie wir das machen sollen. Hör auf, ich will da mal kurz gucken. Wo nicht? Ja. 40 Megawatt, 20 Megawatt. Ja, da kommt es drauf an, wie viel man hat. Aber das hier wäre natürlich optimal. Kein Kraftwerk. Nee. Ich bin eher für ein Solarkraftwerk. Er produziert aber weniger als ein Kernkraftwerk. Ja, aber Kernkraftwerke sind scheiße. Aber Kohlekraftwerke auch, aber hilft ja nicht. Was ist das? Ein Wellenkraftwerk. Was ist das denn? Ich wusste nicht, dass ich das habe. Offensichtlich habe ich das mal abonniert. Was ist denn ein Wellenkraftwerk?
Da werden, glaube ich, aus den Wellen einfach der Strom gewonnen. Haben wir da noch mal drüber. Was liefert das? 20, 0 bis 20. Naja. Wir brauchen 80. Ah, ist vielleicht ein bisschen wenig. Ja, dann würde uns nichts anderes übrig bleiben, als noch so ein Kohlekraftwerk zu machen. Ja. Hast du jetzt ein Kohle- oder ein Wellenkraftwerk gebaut? Ein Kohlekraftwerk. Ja, ist ja gut. Wir müssen sogar noch ein Kohlekraftwerk bauen. Ja, wir haben minus 70. Dann muss ich einen Kredit aufnehmen. Nee, warte mal, wir kriegen ja genug Geld. 10! Alter, wie dieser Kreisverkehr aus allen Nähten platzt. Aber es hat sich schon mal schlimmer gestaut. Naja, wir stehen halt auf der Autobahn, ne? Ja, Autobahn, Schmautobahn, sag ich immer. Ja, das müssen wir definitiv dann nochmal fixen. Also jetzt brauchen wir mehr Geld. Wie sind wir denn fixen? Die fahren hier quasi überall auf und hier stauen sie sich, weil sie nicht weiterfahren können. Ja, aber das Problem ist ja, dass du musst vorne da gucken, wo das Problem entsteht. Das entsteht ja nicht da hinten. Da ist auch nicht das Problem. Das Problem ist da irgendwo. Dass sie da alle immer rüber switchen müssen. Vielleicht machst du da einfach mal, mach da mal zwei Spuren, die rechts abbiegen. Nur rechts abbiegen. Okay, warte, da muss ich mal kurz das Ding drehen und das Menü durchsuchen. So. Ab. Das Ding, genau. Hier hast du nicht drauf geklickt. Oh, jetzt aber. Genau. Und dann einfach sagen, da nicht die Fahrspur 2 und nicht geradeaus, weil das verwirrt die KI immer nur. Mal gucken, ob das hilft. Naja. Ah, und da warum bleiben die denn da stehen? Die dürfen da nicht stehen bleiben. Machen wir nochmal dieses Kreuzungs-Interaction-Ding da, ja. Das ist aber nicht an. Die dürfen eigentlich fahren. Warum tun sie es nicht? Sonst mach da mal Line Switchen doch nochmal an. Vielleicht, weil die andere Straße so nah dran ist, dass sie denken, sie dürften dann nicht mehr. Nee. Er hier macht das Problem! Er hier! Ja, ja, weil die da immer switchen müssen, aber. Ah, weil die von hier, die kommen ja von hier, die dürfen ja nicht rechts fahren. Ja, genau. Die dürfen nur rechts fahren. Das heißt, die müssten dann darüber. Das heißt, wir bräuchten hier vielleicht irgendwie zweispurig. Ja, aber das bringt auch nichts, weil das mit den Mehrspurigen verwirrt die immer nur. Ja, wäre doch sinnvoll. Die ganz rechte dürfen nur nach rechts und dann die zwei dürfen auffahren. Ja, aber die switchen dann ja nicht davor schon. Das Problem ist, wenn du das jetzt bei uns machst. Lass mich mal einmal ganz kurz drehen aus. Wenn du das jetzt in der Realität. Hallo? Warum darf ich jetzt nicht? Lass mich mal einmal kurz, damit ich was zeigen kann. Also bei uns würdest du ja denken, wenn du jetzt hier stehst, versuchst du in die oder die Spur zu fahren, also fährst du in die hier, wenn du abbiegen willst, und sonst fährst du in eine der beiden. Ja, richtig. Das machen die aber nicht. Die bleiben alle hier bis zu diesem Punkt, wo dieser Knick ist. Und dann gehen die von rechts nach ganz links, wenn sie geradeaus wollen oder eben nicht. Und das ist irgendwie das, wo wir die KI überlisten müssten quasi eigentlich. Deshalb hatte ich gedacht, mit zwei Spuren abbiegen geht das vielleicht. Du kannst noch mal gucken. Mach mal das mit den Lines verbinden einfach. Genau. Ja. Und dann, dass die rechten beiden nur nach rechts dürfen. Genau, da ist irgendwo der Punkt. Ja, dass die nach ganz rechts darf. Ja, da ist der orange Punkt. Ja, das Auto so. Und dann der mittlere in die Mitte. Und genau. Ja, warte, der Punkt ist nicht so einfach zu erwischen. So. Und der links nach links. So, dann fahren die alle ein Stück vor und dann kommt aber trotzdem, dass wir da trotzdem zu Problemen führen. Da kannst du dir mal einmal angucken. Jetzt fahren die nämlich alle da und da gibt es dann immer noch das Hin-und-Her-Geswitche. Aber das darfst du nicht verbieten. Weil wenn du das verbietest, dann fahren alle auf jeden Fall zwingend rechts ab und das ist Kacke. Was du aber machen könntest, wäre einmal an der Kreuzung auch nochmal. Das ist stimmt, das ist völliger Quatsch. Mach das weg. Das ist der Fehler, den wir haben erstmal. Das ist auf jeden Fall schon mal gut, wenn wir den mal wegmachen. Weil dann fahren die im Kreisverkehr erstmal weiter. Das ist schon mal das Erste. Die Kreisverkehr dann auch weiter? Genau, jetzt lass mal spielen. Ich glaube, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Geht aber unterm Strich jetzt, ist immer noch das Problem. Dass die da alle hin und her switchen. Gott, oh Gott, oh Gott. Aber vielleicht, geh mal ein Stück zurück. Ich glaube, wir haben jetzt mehr Verkehrsfluss als vorher. Aber das mit diesem Dingens war schon mal ganz gut. Jetzt sind die nämlich aus der linken Spur schon mal alle weg. Jetzt muss ich das nur noch rechts wegstauen quasi. Ich glaube, wir sind da was Gutes auf der Spur. Siehst du?
Da fahren sie doch alle. Gut, jetzt staut sich's wieder leicht, aber. Ich glaube, wie wir es wird. Der ist aber dann das gleiche Problem, oder? Ja, das ist auch völliger Quatsch, weil da kommt ja gar keiner, den man gewähren kann. Aber dieser Kreisverkehr war falsch aufgesetzt. Stehen sie hier. Ja, aber das. Ich glaube, das korrigiert sich gerade alles. Sehr gut, Sarok, hast du gut gefixt. Da habe ich nämlich überhaupt nicht drauf geachtet, aber daran lag's. Ey, warum haben die Vorfahrt hier aus der Ausfahrt gekommen? Ja, das ist ziemlich bescheuert. Hier ist zum Beispiel gar nichts eingestellt. Doch, ich glaube, wenn du drauf drückst. Nee, stimmt, hast auch recht. Das ist auch Quatsch. Also normalerweise kannst du, wenn du ein bisschen weiter rauszoomst, drück mal jetzt einmal woanders hin. Dass der irgendwie aus diesen Menüs raus ist. Vielleicht Escape, ja. Zoom mal nochmal raus. Jetzt machen wir nochmal dieses Menü gerade von gerade wieder. Ah, hier hat sich gelöst jetzt vorerst. Guck mal nochmal auf das Menü von gerade nochmal. Ich mach währenddessen mal Pause rein. Warum? Wir brauchen noch Geld. Genau, und jetzt halt mal Shift gedrückt. Ja. Und klick auf die Straße, die angenehme Autobahn. Und jetzt drück mal Shift. Nee, das ist der falsche. Du musst auf das Vorfahrtsgewehrenschild. Links. Nee. Genau. Und wenn du da Shift auf die angenehme Autobahn mal machst, genau. Drück mal und jetzt Linksklick. Dann kannst du nämlich das durchschalten. Nochmal, nochmal, nochmal. So. Und dann sollte es jetzt eigentlich stimmen. Dass immer die in der Mitte Vorfahrt haben. Ja, hier, da. So kann man das theoretisch aufsetzen. So. Gut, mach weiter, wir brauchen Geld. Brauchten wir jetzt eigentlich noch ein Kohlekraftwerk? Ich bräuchte noch. Weil wir hatten jetzt das Geld wieder. Nö. Nee. Alles gut. Der Stau hat sich weitestgehend erstmal hier verlagert, zumindest. Hier. Aber es ist immer noch Stau da. Aber das liegt, glaube ich, daran, dass jetzt wieder morgen ist, weil jetzt. Vorhin waren das alles Müllautos. Jetzt sind das mehr noch. Auch jetzt Müllautos, aber auch normale Autos. Für die Arbeit tun. Ich glaube, wir müssen irgendwie das schon bald machen, dass wir da irgendwie eine Zugverbindung vielleicht drüber machen oder so, oder? Oder eine Metro. Aber eine Metro ist sauteuer. Wir könnten schon eine neue Kachel bauen. Ja, da würde ich fast sagen, versuchen wir uns die Anbindung. Okay, wo ist die Anbindung? Unten rechts, glaube ich. Da müssen wir, glaube ich, sogar zwei Kacheln für kaufen. Kannst du mal einmal drehen? Ja, nee. Ich glaube, das rechts hier. Warte mal, lass mich mal einmal kurz. Das hier ist, glaube ich, die Schiene. Das wollte ich noch immer sagen. Es gibt ja keine andere Schiene irgendwo, ne? Das nee, ist das Autobahn, oder? Das ist Autobahn, ja. Du kannst doch mal sonst einmal in die Stadtansicht gehen und dann einmal die Kamera dahin drehen. Dann kann man das über die Ferne sehen. Ja. Bisschen besser vielleicht, als wir es jetzt sehen. Ja. Da musst du einmal. Achso, du kannst ja das Mausrad nicht, warte. Da. Naja. Aber das sind ja mindestens, jetzt geht nochmal in die Stadtsicht, also die andere Sicht. Weil wir jetzt ja ein bisschen rausgezoomt haben. Oh, jetzt ist dieser scheiß Vogel da drüber. Sophie Parker, wen interessiert das? Also, wenn ich das richtig sehe, sind das. Also mindestens drei Kacheln, die wir dafür kaufen müssten. Das ist ja ganz schön viel. Ja. Gut, die eine wäre ganz gut. Die nach oben wäre sowieso gut für die Erweiterung von uns. Aber das ist schon. Die Kachel war das mit dem Öl, ne? Ja, Öl bringt uns aber gerade nichts. Ölschmüll, sagst du immer? Ich glaube, wir brauchen tatsächlich bald erst wieder neues. Aber wir brauchen noch irgendwas gegen. Nee, Müll sieht auch wieder gut aus. Aber Tote. Ja, ein Krematorium brauchen wir eigentlich. Ja, es sterben so viele Leute, weil wir. Ja, da kannst du auch nochmal eine Arztpraxis bauen. Ein Krankenhaus kostet ein bisschen viel, dann kannst du nichts anderes mehr bauen. Mach lieber eine Arztpraxis erst nochmal. Okay, am besten hier in Süd. Ja. Oder. Ja, ist okay, glaube ich. Aber guck nochmal nach dem Krematorium einmal. Das ist kein Müll. Ja, kann ich bauen. Guck mal einmal oben, genau. Ja, brauchen wir. Dringend. Brauch ich hier hin, ne? Ja, mach mal. Wahrscheinlich brauchen wir sogar noch eins. Eins hier oder mach eins mal hier wieder die Pause raus, sonst updatet das nicht. Doch, ist okay. Brauchen wir nicht. Ja, für hier oben halt. Brauchen wir nicht. Siehst du doch, unten rechts haben wir 105. Also es ist definitiv genug. Und es bingt überall, das heißt, die steigen alle eine Stufe auf. Das ist gut. Hier ist ein leichtes Müllproblem. Hat sich denn der Stau an dem Kreisverkehr da jetzt erledigt? Ja, ne? An dem kreisligen Plus, meine ich. Ja, das sieht doch gut aus. Sieht gut aus. Guck mal, nicht das kreislige Plus, aber. Genau. Ja! Also. Das hast du
Ein bisschen gibt es ja noch, aber im Kreis liegen plus. Aber wir überprüfen jetzt erstmal nochmal. Ich glaube, das habe ich richtig. Ja, sonst hätte es nämlich Stau gegeben. Absolut korrekt gemacht. Sehr gut. Wir gucken mal den energischen Knoten. Ja, also da ist, glaube ich, immer noch nach, je nach Belastung. Die Belastung ist da halt einfach riesig. Man könnte halt noch eine Autobahnabfahrt machen weiter vorne, die dann von hinten in das Gewerbegebiet reinführt. Aber ich fände es auch echt gut, wenn wir irgendwie, ich glaube, eine Fährverbindung dauert ewig, bis man die bauen darf, für einen Hafen quasi, für das Industriegebiet, dass die einfach ihr Waren anders wegkriegen. Ich glaube, es wird da einen Hafen bauen dürfen, einen Frachthafen. Was hältst du denn von Zeppelin? Gar nichts, das bringt überhaupt nichts. Diese ganzen Sachen, die durch dieses Transportding hinzugefügt wurden, bringen gar nichts. Geh mal bitte oben auf Fähren. Das ist ein Flug. Gedönse. Und dann, wenn du über Frachthafen. Es gibt einmal einen Frachthafen und einmal einen Frachthafen mit Güteranbindung. Das sind Fähren, die weiter links, die gesperrt sind, sind das. Ein Hafen bringt uns noch nichts, aber ein Frachthafen wären aber 22.000. Und geil wäre halt der, aber das ist dann richtig viel. Aber 22.000 wäre auch noch weit weg. Ja, wir können natürlich theoretisch sagen, dass wir eine Post. Post können wir übrigens auch mal ganz gut machen. Aber das haben wir noch gar nicht. Das ist die Monorail. Nee, Monorail. Ja, aber Monorail, finde ich, bringt uns nichts. Aber da können wir besser einfach eine normale Eisenbahn über die Brücke machen. Das können wir tatsächlich machen. Das ist eine U-Bahn-Monorail-Zugknoten. Ja, da geht alles. Das ist eine Monorail-Busknoten. Ich glaube, ich baue uns in der nächsten Folge erstmal einen Passagier Bahnhof. Und vielleicht bin ich auch ganz gierig und kaufe ein paar Kacheln und kann mich das anschließen. Hier haben wir kein Wasser mehr. U-Bahn ist leider ganz teuer. Also mache ich immer sehr, sehr gerne. Ich finde, wir haben kein Wasser mehr. Ich muss mir vielleicht auch ein Wasser aufbauen. Ja, das sollten wir nach und nach ersetzen, diese Kackerrohre. Aber erstmal haben wir nicht so viel Geld. Sag mal. Ja, doch. Ja, für eins. Aber das hilft ja nicht. Wir haben ja gerade erst. Du hast 15.000. Wir haben 95.000. Ja, aber ich bin nächste Folge dran und will Sachen bauen. Ja, aber das ist wichtig, dass wir die Scheiße verlieren. Ich bin erstmal dafür, dass du erstmal eine Wasserpumpanlage baust. Also wieder Plan. Die wir sind Kacke schon wieder so nah an der Kacke. Hart aus, ne? Ja, nee. Ich würde, glaube ich, das erste tatsächlich gleich nochmal umsetzen. Ja, nicht so weit da nah dran. Nicht da nah dran. Andere Richtung. Das ist so eine Kläranlage. Ja, aber das ist trotzdem, kommt da Scheiße nachher raus. Nur nicht so viel. Das ist anstatt des Kacke-Rohres. Genau. Anschließen und dann musst du. Nein, nicht zwei! Warum denn zwei? Weil dann die Kacke-Rohre. Wir haben aber kein Geld, ich will gleich sinnvolle Sachen machen, Zahlborg. Ja, Kacke-Rohre. Wir können nicht zwei Kacke-Rohre wegmachen, das reicht nicht. Dafür haben wir nicht genug Klärung. Hä? Du kannst maximal eins wegmachen. Wir hatten gerade zu wenig Klärung. Wenn du jetzt die beiden wegmachst, haben wir genauso viel Klärung wie vorher. 120.000 pro Woche Abflussrate, 160.000 pro Woche Abflussrate. Ja, aber ich glaube nicht, dass es das den Braten fett macht. Gut, mach es. Deine Folge ist schon lange zu Ende. Zöger sie nicht leider weiter hinaus jetzt hier. Kacke, muss weg. So, Pause, weil du hast die Rohre nicht angeschlossen. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts auf das Folge klicken und rechts Aspekt von mir und dann wünsche ich einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Die Rohre sind perfekt.